Willkommen zurück in The Witcher 3. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu Lambert und gucken mal, was er hier will und warum er so extrem vorgeht und einfach so jemanden bringt. Ist ja nicht so, die Hexer hat. Hallo, guter Mann. Ob du mir wohl in einer wichtigen Sache helfen kannst? Ah, Quest. Mit dem reden wir doch kurz. Was willst du? Ich bin Mux, Rostan Mux. Ich brauche deine Hilfe in einer ernsten Sache. Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuhsohlen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Das könnte die letzte Chance sein. Wenn das nicht klappt, weiß ich nicht weiter. Das ist ja gerade in der Nähe. Können wir auch das jetzt schon noch denken, dass das jetzt so los, los! Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mux angegriffen. Und das Pfeilchen unter deinem Auge, woher stammt das? Redanische Soldaten. Alles verdammte Diebe, bis zum letzten Mann. Psst, bevor dich noch jemand hört. Das ist du. Her mit den Dokumenten, Dieb. Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mux anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Gib mir die Papiere. Das musst du. Stimmt. Natürlich. Ich glaub's dir wohl selber nicht, dass du die gewonnen hast. Du gehst deinen Weg, ich geh meinen. Unverschämtheit! Wobei, das könnte natürlich auch von Mux gelogen sein. Was sind denn das für Papiere? Eigentumsnachweis. Hier wird nicht rumgehangen. Nun? Ich habe den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte. Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber, die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Hier,
Jetzt her mit den Mäusen. Natürlich. Ich gebe dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage. Naja. Jetzt sind wir mal nicht so. Und weiter geht's. Auf der Fährte. Schön, jetzt bist du mir einige Erklärungen schuldig. Warum hast du Lund getötet? Und worum geht es hier? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Erzähl mir die ganze Geschichte. Ich hatte einen Freund. Sein Name war Aiden. Du hattest einen Freund? Sehr witzig. Ich habe ihn kennengelernt, kurz nachdem ich den Auftrag hatte, den Fluch vom Oger von Elanda zu brechen. Aiden war beauftragt worden, ihn zu töten. Er war ein Hexer von der Katzenschule. Soweit ich mich erinnere, wurde der Oger letztendlich getötet. Ja, nachdem er meinen Auftraggeber ausgeweidet hatte, blieb uns nichts anderes übrig. Aiden und ich haben uns zusammengetan und uns die Belohnung für den toten Oger geteilt. Danach haben wir häufig zusammengearbeitet. Er war der Beste, den ich jemals getroffen habe. Du weißt, ich mag dich, aber das ist kein Vergleich. Was ist mit ihm passiert? Vor einiger Zeit hat Aiden einen Auftrag angenommen, einen Fluch zu brechen, bei der Tochter des Herzogs. War von Anfang an ein politisches Fiasko. Und der Hass auf die Katzenschule kam noch dazu. Sie haben sich diesen Hass redlich verdient. Sie wurden praktisch zu Auftragsmördern. Aiden war nicht so. Jedenfalls hatten einige Höflinge des Herzogs andere Pläne. Wollten nicht, dass der Fluch der Erstgeborenen des Herzogs aufgehoben wird. Also haben einige ausgebildete Mörder Aiden aufgelauert und ihn ermordet. Unser lieber Aufseher war einer von ihnen. Und Yad Karadin? Der Anführer der Meuchelmörder. Er hat ihm den tödlichen Stoß verpasst. Das mit deinem Freund tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern deine Hilfe. Wir müssen mit Vienne reden. Inzwischen müsste sie genügend getrunken haben. Gehen wir. Vienne? Was willst du? Wir suchen Yad Karadin. Und warum sollte ich euch helfen? Meinem Freund hier ist es wirklich wichtig. Und was springt für mich dabei raus? Ich bezahle fürs Erste dein Bier. Dann werden wir sehen, wie wertvoll deine Informationen sind. Ich habe zu Karadins Bande gehört, aber... Ach, wie lange ist das her? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich bin nicht mehr dabei. Außerdem ist er mit seinen alten Kumpeln nicht mehr befreundet. Er soll sich verändert haben. Karadin soll sich verändert haben? Was meinst du damit? Er hat die alten Verbindungen abgebrochen, nimmt keine kleinen Morde mehr an. Er hat sich in einem Loch versteckt. Scheint was Großes zu planen. Wer war sonst noch in Karadins Bande? Außer mir? Selyse, Hammond und Lund. Aber die sind in alle Winde verstreut. Selyse ist nach Dreiberg gegangen, Hammond nach Skellige und Lund... Lund ist tot. Endlich hat er seinen Meister gefunden. Dann könnt ihr nur noch Hammond oder Selyse fragen. Was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Skoyatel, die Einheit wurde aufgerieben und ich habe mich Karadin angeschlossen. Die haben mich nie gleichwertig behandelt. Nein.
Ich konnte einen Spatz auf 100 Schritt Entfernung treffen. Aber für Karadin war ich nie gut genug. Er hat diese Hure Selyse bevorzugt. Warst du an dem Mord des Hexers Aiden beteiligt? Vielleicht. Ich weiß es nicht mehr. Wir brauchen Informationen über Hammond. Früher war er Karadins rechte Hand. Als sich die Bande trennte, ist er zurück nach Faröl, wo er einst herkam. Jetzt ist er Pirat. Selbst die Jarls behandeln ihn mit Respekt. Diese Selyse, wo finden wir sie? Sie hat sich gut gemacht. Sie führt ein Bordell in Dreiberg, wo die reichen Männer hingehen. Die Huren entlocken ihnen Informationen, die sie dann verkauft. Der Name des Bordells? Die Schwarze Lilie. Selyse hatte schon immer einen schrecklichen Geschmack. Zufrieden? Sie weiß nichts. Wir müssen mit Hammond und Selyse sprechen. Ihr solltet nicht nach Karadin suchen. Wenn er merkt, dass ihr hinter ihm her seid, wird er euch auf der Stelle töten. Das werden wir ja sehen. Und was dich anbelangt. Nein, Lambert. Du hast recht. Lassen wir sie so leben. Was ist mit meiner Bezahlung? Arschlöcher. Du musst mir helfen, Geralt. Am besten trennen wir uns. Du segelst nach Skellige und versuchst, was aus Hammond herauszubekommen. Ich gehe nach Dreiberg und treffe dort Selyse. Lambert, lass uns darüber reden. Nein. Das ist eine der Situationen, der ernsten Situationen, wo man keine unnötigen Fragen stellt und einem Freund einfach hilft. Wo treffen wir uns, wenn ich wieder zurück bin? In der Taverne nirgendwo. Gut, bin schon unterwegs. Viel Glück. Jo. Bist du ein Zauberer? Ich werde das aber jetzt erstmal nicht tun. Ich will noch nicht nach Skellige. Deswegen machen wir jetzt mal noch was anderes. Aber was? Haben wir irgendeinen kleinen Hexerauftrag, der schön ist? Machen wir doch mal das da. Das sind Plätze. Da. Zum Kampf! Du schon wieder? Willst du noch mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Ich bin gewarnt. Nun zeig mal, was du kannst. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Abwarten. So ein Blödmann. Dreht sich kurz um, schon sieht man wieder mehr Abschaum im Navigat. Mutanten durften wir früher nicht. Komm schon! Am Tag. Okay, dann meditieren wir mal kurz.
Almosen für die Armen. Sei gegrüßt, Meister. Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Hör mein Gebet. Oder so, die Tempelwache lässt sogar dich in die Stadt. Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Wie der Tod. Almosen für die Armen! Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Ist hier entlang. Du brauchst auch Geld, wie? Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. So, geht sie weiter. Sperrangel weit offen. Interessant. Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel? Die Stiefel, die Karte. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist es lesenskundig, wenn nicht gar gebildet. Ja, ne, bitte. Hör sofort mit diesem Unsinn auf. Es mag dich überraschen, aber eine Riesenkatze bleibt den Leuten im Gedächtnis. Warum wählst du nicht eine andere Form, die sicherer ist? Wie ich? Ich laufe jetzt seit 3 Jahren als Bettler herum und niemand hat den geringsten Verdacht geschöpft und die Einkünfte. Du bräuchtest nicht mehr zu stehlen. Also, wie sieht es aus? Wenn du dich dafür entscheidest, lege ich beim Bettlerkönig ein gutes Wort für dich ein. Bis zum nächsten Brief, Luis. PS, verbrenn diesen Brief, sobald du ihn gelesen hast. PPS, ja, ja, ich weiß, ich bin paranoid, aber tu mir den Gefallen und verbrennen. PPPS, wenn ich diesen Brief bei meinem nächsten Besuch bei dir finde, schuldest du mir ein Bier. Ein Doppler, das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert.
Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Lavendel, starker Duft. Genug, um ihn aufzuspüren. Hast in Loc Muinia ein schönes Chaos angerichtet. Weißt du, was mich an Morrigrad am meisten stört? Ich habe einen Laib Brot, aber ich habe ihn fallen lassen und wollte nicht umkehren. Die Stufen sind seltener Anblick, so ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Das war eine miserable Darbietung. Du solltest den Beruf wechseln. Strauchdieb vielleicht? Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße. Hey, warte! Super Verbeugung sorgt es auch noch. Oh, hier gibt's noch was. Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Verdammt, ich sehe alt aus. Na komm schon. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen. Am besten weit weg von Novigrad. Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß, aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht mir recht. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit weg zu gehen. Aber zuerst... Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Leute, Leute. Wir wollen ja kein Arsch sein. Wir wollen jetzt nicht wirklich irgendwie eine Bedrohung. Ich habe gar nichts getan, meine Herren. Wir geben mal die Quests mal ab. Komm jetzt. Ja. Scheiße. Ach, ich weiß es auch nicht. Kein Brot, kein Geld. Oh, na schön. Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Soll froh sein, dass er weg ist. Ja, und das war's auch schon wieder mal mit einer Folge. Bis zum nächsten Mal.